So, meine Damen und Herren, willkommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von World of Warship. Ja, ich bin leicht erkältet, man hört es wahrscheinlich noch. Und wir sind im Forschungsbaum. Was möchte ich im Forschungsbaum? Ich möchte euch erzählen, wo ich jetzt eigentlich hinaus möchte. Ich möchte sehr gerne in diese Richtung rübergehen. Das heißt, ein bisschen mit den Japanern nachspielen, da ich Richtung Flugzeugträger möchte. Und das haben bloß die Japaner oder die US-Leute. Und ich muss sagen, von den Stats her, von dem ersten Flugzeug jedenfalls, sind die Japaner besser. Vom letzten oder so habe ich mir nicht angeguckt. Soweit dürfen wir eigentlich noch nicht mehr denken. Das heißt, Japaner bauen wir ein bisschen weiter aus. Fragt sich, da wäre das. Das können wir erforschen mit 53 Punkte. Und klar machen wir das. Da ist das neue Nachwuchsschiff. Okay. So. Danach muss man eben über hier ein bisschen was ausbauen. Achso, nee, das ist nicht gekauft. Ich will das kaufen. Achso, klar, Schiff müssen wir natürlich auch kaufen. Ist ja klar. Eingebaut, eingebaut, eingebaut. Wir haben auf diesem Schiff haben wir noch keine Punkte, das sehen wir. Jetzt würde man sagen, ab ins Gefecht mit... Ist das neu? Ja. So, der Kampf geht gleich los. Wir gehen schon auf volle Bulle. Wir haben jetzt sogar zwei Waffen. Also zwei Munition, meine ich. Die APAP und die HE. Also die Explosive, die HE und die AP. Die Panzerdurchbrechende. Wir sind, glaube ich, auf einer neuen Map. Ja, so kommt es mir vor. Alter, wie schnell ist denn der? Halleluja. Nee, ich glaube mal, den gehe ich mal nicht hinterher. Autopilot aktiviert. Gehen mal hier mit. Ah nee, stopp. Wir werden mal alleine machen. Werden wir einfach mal aus. Wir gucken uns mal ganz, ganz kurz das Schiff noch an, bevor der Kampf losgeht. Wir haben vier Schächte. Also hier viermal Wischen. Ich bin gerade nicht ganz so bei mir. Wie gesagt, ich bin erkältet. Das schon seit fast eine ganze Woche. Ich nehme heute Abend Dienstag auf. Oh fuck, jetzt wird's losgehen. Da drüben. Alter, sind wir alle schnell. Ich drehe mit rein, ich drehe mit rein. Oh, da hinten. Der war. Es ist schwer, es bereit zu kommen für mich wieder. Komm ich hier durch? Komm ich durch? Geil. Alles klar. Jo, bleibt mal ruhig, bleibt mal ruhig. Das ist ja jetzt hier. So, jetzt. Komm, komm, Panzer durchbrechen am besten. Ja, mit der Panzerbrechung kommen wir noch besser voran. Dauert natürlich länger zum Nachladen, aber die ist viel stärker. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich werde von Torpedos getroffen. Scheiße.
Alles klar, alles klar. Noch mehr Torpedos. Leck bin ich doch ab. Arsch. Also man merkt, das ist was ganz anderes, als wir vorher gespielt haben. Also Stufe 2 kommen wir mit den Stufe 3 Leuten in Kontakt. So, und damit begrüße ich euch hier bei der nächsten Runde. Nachdem die letzte Runde so ein bisschen vermasselt war, hätte ich eigentlich hier einen neuen Part machen können, weil ich habe eigentlich fast gar nichts mehr und ich bin erkältet und ich möchte eigentlich jeden Tag was bringen und Sonntag sollte, also gestern am besten, was anderes noch gekommen sein. Muss ich schauen, ob ich das packe oder nicht. Ich wollte einfach mal was Lockeres aufnehmen, was ich kaum schneide. Und ich muss sagen, Transfer Fever ist leider vor kurzem schon gekommen. Deswegen lasse ich das. Und wir sind jetzt etwas mit der Ernie nochmal unterwegs. Eri. Mit dem amerikanischen Schiff. Stufe 1. Aus folgendem Grund sind wir jetzt mit ihm unterwegs. Ich habe mit diesem Schiff habe ich 249 Punkte, 350 brauche ich, um das neue freizuschalten. Deswegen, logischerweise muss ich ein bisschen noch mit ihm kämpfen, damit ich die XP bekomme und mit ihm dann, ja, aufzusteigen. So, und da vorne sind langsam immer Schiffe. Uns mal langsam vor, ich fahre. So ist es gut. Hier ist natürlich jetzt der Unterschied erstmal, wir haben nur noch eine HE, wir haben keine wir haben bloß noch die Sprengköpfe und nicht mehr die Panzerdurchschlagen brauchen wir natürlich bei diesem Level hier auch nicht, aber hier kaum Panzer, das ist es ja. Ja, natürlich auch wenig Geschwindigkeit, ist auch eine große Sache. Scheiße ist, weil ich wieder alleine bin. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Das reicht mir jetzt. Da sehe ich gerade, ob der Webber mich anschließt. Die kann ich mich jetzt noch nicht kümmern. So, jetzt Steuerbord. Steuerbord und alle vier Kanonen auf einmal kommen. Genau. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Klar, mit Steuerbord schießen, aber nicht das Steuerbord fahren, sondern auf Backbord zu. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ja, jetzt geht's los, komm. Alles klar, was ist das für ein fetter Army? Alles klar, zwei Schiffe. Ja klar. Wo
Warum auch nicht? Ich spiele bloß gegen Bots und mit Bots. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Komm, Scheißwaffen, dreht euch, dreht euch. So Leute, da sehen wir. Da haben wir gerade kurz gesehen, dass... Achso, gut, das kriege ich natürlich nicht hin. Wir haben gerade gesehen, unser Schiffchen ist wieder zurück. Unser kleines Shikuma. Sie hatte letztes Mal verloren. Wir müssen 2000 jetzt zur Reparatur geben. Läuft für 2000 geht's eigentlich. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wir haben heute ein neues Schiff gekauft. Bin stolz darauf. Wenn euch der ganze Spot gefallen hat, gibt es noch oben, wenn ich einen unten schreibe, kommt darauf, ob ihr natürlich mehr oder weniger sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.